Auch nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer gestiegen auf mindestens 25. Weitere Menschen werden noch vermisst. Zahlreiche Häuser und Geschäfte wurden durch die Wassermassen stark beschädigt. Mittlerweile ist das Hochwasser vielerorts zurückgegangen. In den kommenden Tagen werden keine weiteren Regenfälle mehr erwartet. Für die Region hatte Präsident Biden den Katastrophenfall ausgerufen.